Ein Fragezeichen für alle Leute, die sich fragen, in welcher Stadt wir sind, ist jetzt der Moment, in die Kommentare zu schreiben, wo wir uns befinden. Wir werden heute den Burger vom besten Koch der Welt probieren. In diesem Video. How you doing? How you? What do you Good. Think about it? Oh. Hey, warte ganz kurz. Habt ihr die Größe 46? Junge, was haben die hier für eine Auswahl? Boah, der ist auch schön. Ich bin kein Nike Dunk Fan, um ehrlich zu sein. Aber es gibt das ein oder andere Modell, was schon ziemlich nice ist. Für alle Leute, die uns auf Instagram gefragt haben, das ist der Nike P6000. Den gibt es dann noch so. Und das hier habe ich auch gesehen. Was haben wir hier wie einen Schuh? Ich finde den fast am schönsten. Ich sag's dir ehrlich. Aber der ist auch geil, finde ich. Ja, der sieht auch übelst gut aus. Der schwarze? Ja. Boah, der schwarze sieht auch übel krass aus, Bro. Den finde ich sogar. Ah, eigentlich müsstest du beide kaufen. Ich will den beiden. Hey Bro, wollten wir nicht Burger essen gehen? Ja, gleich. Was machst du so lang? Ich rasiere mir die Matte. Geil. Spaß beiseite, Leute. Über 8 Millionen Menschen weltweit nutzen mittlerweile Manscaped. Und warum? Weil der erste Eindruck zählt. Das Performance Package von Manscaped 4.0 ist wirklich mit allem ausgestattet, um die Pflegeroutine schmerzfrei und verletzungsfrei hinter sich zu bringen. Der Lawnmower 4.0 ist mit einer Keramikklinge ausgestattet, so dass ihr euch nicht mal die Ostereier verletzt. Und dieses LED-Licht navigiert euch auch durch dichtes Geäst. Und das hier, meine verehrten Zuschauer, ist der Weed Whacker. Hat nichts mit dem zu tun, was ihr jetzt denkt, sondern hat damit zu tun, wie sich hier, ich habe immer noch Angst, aber eigentlich dürfte nichts passieren. Warum? Patentierte Skincare Technology. Und im Performance Package 4.0 von Manscaped gibt es noch einen Team Toner und einen Team Deo. Und noch eine Boxershort, die ich auch gerade selber trage. Beweise. Beweise? Manscaped! Ich benutze das Ding jetzt auch schon seit 6-7 Monaten. Und ich sage euch ehrlich, der hier ist solide und macht die Eier glatt. Es gibt auch eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, wenn ihr nicht überzeugt seid, könnt ihr es ganz einfach zurückschicken. Mit dem ersten Link in der Videobeschreibung kommt ihr direkt auf die Seite von Manscaped. Und mit meinem Code Randy bekommt ihr 20% Rabatt und kostenfreien Versand. Damit unterstützt ihr mich und diesen Kanal für weitere coole Videos. Danke an Manscaped und bis zum nächsten Mal. Weil ich immer mal wieder auf Instagram gefragt werde, weil Lukas seine Jacke ist eine Agni-Jacke. Agni Studios von dieser Marke. Ich sage euch auch, warum das Problem ist, diese Jacken, okay? Die sind verdammt teuer. Deswegen trage ich nicht so eine. Ein paar Sekunden später. Ich wollte euch nur kurz sagen, Lukas hat gerade eine Jacke angeprobiert, die wie eine 10 von 10 sitzt. Das will er nicht hören. Die Jacke kostet 1600 Euro. Und die Jacke gibt es noch genau einmal. Den extra gibt es nur noch in Stockholm. Eine Jacke davon. Ja. 12 Sekunden. Ja, da. Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen an einem wunderschönen Platz hier in Kopenhagen. Freunde, ein Rolex-Schild gibt es in jeder Stadt. Diese Stadt hat auf jeden Fall Power. Was sagen wir eigentlich so zu der Stadt? Was sagen wir, Sabrina? Party out here, huh? Yeah. Copenhagen people, they know how to live their lives. House boys, enjoy. Hier, Freunde, haben wir Gasolingrill für alle Leute, die das abchecken wollen. Right there. Wie dieser Burger war. Also, Freunde, wir haben schon sehr, sehr viele Burger getestet. Weltweit. Poppel Burger ist ein Burger von einem der Köche. Nee, es ist vom Noma direkt. Vom Noma direkt. Ja, es ist der Burger vom Noma. Noma wurde mehrmals zum besten Restaurant der Welt ausgezeichnet. Das heißt, dieser Burger muss wahrscheinlich sehr, sehr krass sein. Wir waren gerade noch ein bisschen Fisch essen. Typ, den wir kennengelernt haben, der hat gesagt, hey, der Burger ist geil und so, genießt es. Aber genießt auch diese Atmosphäre. Hi. Ich weiß auf jeden Fall, was er gemeint hat mit genießt den Vibe. Steht hier, das ist ein Paradies für uns. Ja, Mann. Das ist ein Paradies für uns. Es gibt voll geile Etiketten. Allerlei Auswahl an Wein. Die Labels sehen auf jeden Fall sehr naturweinig aus. Der Laden ist cool. Trotzdem erinnert mich das ein bisschen an Shake Shack. Simpler Holzlook, grün. Cool, sieht cool aus auf jeden Fall. So, what are the recommendations? Which is the best? It's only cheeseburger and that's it, right? So we take 2 Pilsner. Pay it. Pay me Burger. Es ist cool irgendwie. Es fühlt sich, natürlich ist es der Name und sowas. Ja, und da ich jetzt weiß, dass es vom Noma ist, finde ich es einfach cool so. Wenn ich es nicht wissen würde, würde es mir nicht auffallen. Ich finde es irgendwie cool. Spring is dragging a bit, it's pretty miserable. Yeah, but winter was also kind of... It was weird, it wasn't really cold and we didn't have any snow or anything, so yeah, it's just been nasty. Like one long October basically. Die Auswahl ist ziemlich klein, würde ich sagen. Es gibt 4 verschiedene Burger. Einmal den Cheeseburger, Vegetarian Burger, Spicy Vegan Burger und einen Kids Burger. Also die legen einfach, glaube ich, nur sehr, sehr viel Wert auf Qualität. Es gibt ein paar Dips, es gibt Side Pickles, Pickled Chilies und Cucumbers, ein paar Desserts, Drinks, Bier, Wein kann man dann hier hinten halt auch auswählen. Und man kann alles in der Combo kaufen. Auch alles eigentlich
ziemlich günstig. So ein Burger kostet 12, 13 Euro. Also voll bezahlbar. Wir haben jetzt insgesamt bezahlt für alles 63,80 Euro. Soft-serve infused with pine, then some kelp oil, so made from seaweed, and some candied kelp. But save it for after the burger. Yeah, okay. Das Eiscreme sieht aus wie Eiscreme mit Olivenöl, oder? Eis mit Olivenöl ist der absolute Killer, Bruder. Oh, ist so der irgendwie nicht Eiscreme, aber irgendwie schon, oder? Das ist Soft-Eis. Das ist böse lecker, aber auf jeden Fall. Ich finde es böse lecker, ich würde nur diese komischen Gummiteile ersetzen mit ein bisschen Salz. Aber das Soft-Eis ist Hammer, also richtig krank. Eis und Olivenöl ist die Killer-Kombo, bisschen Salz am Feierabend. Can you explain it again, what's inside? So it's Soft-Serve, Vanilla Soft-Serve, like a Soft-Eis, I guess we call it in Europe. That we infuse with pine. Like Christmas tree. And then there is oil made on kelp, type of seaweed, like the really thick seaweed. Ich freue mich immer über Burger, aber ich freue mich darüber jetzt schon ein bisschen besonders, muss ich sagen. Kann man das eigentlich jetzt den Burger vom besten Koch der Welt nennen? Ist es ja auch irgendwie, oder? Ich weiß nicht, wie das ist. Ich meine, Noma war mehrfach das beste Restaurant der Welt, aber kann auch sagen, dass dann René der beste Koch der Welt ist. So, ich weiß nicht, keine Ahnung. Mia Danu. Aber ihr könnt gerne in den Kommentaren schreiben, ob das eine gerechtfertigte Aussage ist oder nicht. Ich denke ja. Okay, das ist schon mal sehr sexuell, wie die das verpackt, muss man ehrlich sagen. Sexual healing. Das ist cool. Ich esse nicht den vegetarischen Burger. Ich esse den vegetarischen Burger, weil der ist spicy. Spicy me you. Okay, weißt du, wie wir das machen? Ich fange erst mit dem vegetarischen an. Wenn der schon gut ist, wie gut muss der Cheeseburger dann sein? Ja, aber ich würde den Cheeseburger nicht kalt werden lassen. Ah, das ist der Cheese. Die sind geisteskrank. Die sind perfekt. Die haben Crunch, dann kommt so eine weiche Haut, aber die immer noch fest ist. Und dann kommt in der Mitte einfach Mashed Potato. Und einfach Salt, Bruder. Das ist auf jeden Fall eine der besten Pommes, die ich je hatte. Ja. Boah, die sind urcrunchy. Die sind wirklich fett. Wow. Natürlich vegetarische Burger hin oder her. Der muss aber trotzdem gut sein. Aber was ist da eigentlich als Patty dann? Weiß ich nicht. Olivenöl. Es sieht schon gut aus, oder? Zeig hier. Willst du mich verarschen? Pass auf, diese Ecke sieht aus wie bei Funky Chicken Truck in Stockholm. Ja. Genau so muss ein Stück Fleisch aussehen. Wir haben hier eine Spicy Sauce, Guacamole? Nee, ein Pesto, das ist ein Pesto. Ein Pesto, eine Salatscheibe und ein vegetarisches Patty. Das sieht ein bisschen traurig aus, oder? Das geht, finde ich. Geht. Geht noch mal so hoch, sieht schon... Ja, die haben. Sind, ja, okay. Ja, weiß ich nicht. Try it. Ich habe noch irgendwie Pickles an der Seite, aber egal. Die Pickles sind hier. Wow. Oh, ihr müsst eine Sache wissen. In Kopenhagen oder auch René und das Noma, die sind einfach Maschinen, wenn es darum geht, Dinge einzulegen. Gurken, Fische, was auch immer. Slalom. Das ist ein guter vegetarischer Burger. Der hat aber irgendwie, ich weiß nicht, das könnte so eine Falafel sein oder so. Ich weiß nicht, was ist das? Irgendwie, das hat so einen Falafel-Effekt. Ich weiß es nicht. Der Käse, das Pesto schmeckt geil, aber grünes Pesto schmeckt auf allem. Das schmeckt schon juicy, das Teil. Was sagst du dazu? How's the burger? Delicious. Yeah, yeah. I haven't tried. My friends won't let me eat here. Why? Because we're going to the free market. They got food there too, maybe. Tell your friends. Ah, okay. So, but you have to try it. Two birds, one stone. Okay. Have a nice one, bro. Enjoy your burger. Thank you. Das ist so der bisschen, ich würde sagen, bessere Gasolingrillburger. Ich finde, das Fleisch an sich könnte immer noch ein bisschen mehr Power haben, weil ich habe immer diesen Rio, ich muss immer an Rio de Janeiro denken. Noch nie hatte ich seitdem einen Burger, der im Fleisch so eine Power hatte, wie die dort haben. So. Der kommt schon nah ran, aber der mittlere Teil des Burgers hat nicht so, nicht diese Power, nach der ich suche, aber die Crust oben, die hat Flavor. Die hat viel mehr Flavor als bei Gasolingrill. Also ich finde ihn auf jeden Fall besser. Was dort auch geil ist, ist diese Soße ist so senfig, dieses scharf senfig, die Soße. Das ist eine geile Soße, trifft 100% meinen Geschmack. Der Bun ist brutal, der Bun ist auch besser als bei Gasolingrill. Der ist weicher, der ist elastischer. Verhältnis von Fleisch zu Brot passt. Die machen wirklich sehr, sehr viel richtig. Das Einzige, was ich kritisieren würde, ist, das Fleisch ist immer noch nicht die 10 von 10 und es ist vielleicht ein bisschen zu soßig. Die Soße schmeckt ein bisschen zu intensiv. Der Burger ist geisteskrank, aber total. Der ist schön salzig. Die machen so ein paar Sachen richtig, die viele Burgerläden nicht richtig machen, aber die so simpel sind. Ich würde fast sogar, ich nehme mein Ranking von Gasolin nochmal zurück. Gasolin kriegt von mir 8,1.
und der kriegt von mir eine 8,9. Er ist keine 9, gell? Er ist keine 9. Dieser Burger ist eine absolute Maschine, ein Endgegner und super lecker. Es ist so toll. Ey, ich schwöre, der schmeckt aber geil, Bro, ey, ehrlich. Platte drauf, Alter. Falafeli. Der schmeckt echt gut. No way Burger. Der schmeckt schon gut. Der ist schon geil. Aber das hat nicht so viel mit einem Burger zu tun. Der Käse ist auch so sinnlos, weil er vegan ist, Alter. Nee, der ist vegetarisch. Vegetarisch. Nicht vegan. Beides ist für mich sinnlos auf jeden Fall. Hört auf mit dem Schmarrn, fangt an Burger zu essen. Und liebt euch alle. Schaut die Serie, teilt die Serie. Erster Link unten in der Videobeschreibung. Ein dicker, dicker Kuss geht an euch alle raus. Sind die krass, oder? Sind mir trotzdem ein bisschen zu süß, aber. Sind die gerade geil. Ihr könnt die Serie abchecken auf Join. Lukas, Randy, Randy, Lukas, wie auch immer, sind unterwegs durch 4 Städte in Europa. Machen das, was wir am besten können. Nur nicht für YouTube, sondern für Join. Danke fürs Einschalten. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Zu late, es habe mit euch allen nichts zu tun, wenn du mich fragst. Ich muss zusehen. Wie groß ist aber der Burger? Was ist das denn? Ein Haus? Big Bag, Alter. Das sieht genauso aus wie das Haus da hinten.